Und damit ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Abend zu Hollow Knight Wild Heart Edition für die PlayStation 4, mittlerweile im PlayStation Plus Abonnement gratis zu erhalten in diesem Monat. Deswegen dachte ich mir, ziehe ich mir das ganze Ding mal runter. Und wir testen es mal an. Ich habe ja eigentlich nur positive Sachen gehört und irgendwie hört man so Sachen oder liest es so nebenbei mal in der Presse. Wer dieses Spiel nicht gespielt hat, der hat auf jeden Fall was verpasst. Auch erhältlich für die Nintendo Switch. Ich weiß gar nicht, ob es da auch in der Wild Heart Edition und was auch immer das bedeutet. Ich habe echt keine Ahnung. Es ist halt diese Wild Heart Edition. Ich kenne es wirklich gar nicht. Ich kenne diese kleine Figur oben rechts, die ihr sehen solltet. Die habe ich schon mal gesehen, also die sagt mir was. Ich glaube, das Spiel ist von 2017, wenn ich mich nicht irre, aber das ist jetzt auch ganz, ja, ohne Gewehr, sagen wir mal so. Komplett ohne Gewehr. Ich freue mich, dass so viele heute da sind, gerade auf, Twitch ist mal wieder ein bisschen Action. Yeah, der Lloyd ist wieder da, da freue ich mich. Wushti habe ich gesehen, grüß dich. Kami habe ich gesehen, grüß dich auch. Leute, macht weiter, das gefällt. Schon 6 Monate, meine Fresse, die Zeit rast. Das ist extrem. Ja, ich würde mal sagen, ich muss mal kurz das Mikro ein bisschen umstellen. Das kann ich ein bisschen vielleicht bei euch wummern. Sorry dafür. Ich werde das ganze Ding mal starten. Und dann werden wir mal gucken. So. Ja, wir müssen wohl ein neues Spiel beginnen. Und dann gucken wir mal, was das Spiel so hergibt. Seit jeher ist der Name, den stets erst... Geht ja schon gut los. Ehrfurchtsvoll erklungen. Unserer wilden Seelenzähmung, dir ist sie gelungen. In bleicher Wacht hast du gelehrt und den Instinkt gezäumt. Gab's Biest und Käfer eine Welt, die sie sich nie erträumt. Aus Klagelied an Heilands Nest von Mono der Gelehrten oder irgendwie so. Durch den Fastball habe ich jetzt ein bisschen was verpasst. Aha. Ist klar. So, hey Lukas. Schön, dass du mit dabei bist. Alles sehr düster, ne? Düstere Stimmung hier. Wie es aussieht, geht's auch gleich sofort los. Tada, wir können uns bewegen. Ich kann springen. Und ich kann schnetzeln. Okay, es sieht auf jeden Fall interessant aus. Was können wir denn noch? Ein Spiel von Team Cherry. Was mich so ein bisschen... Nix weiter können wir. Okay. Ich denke mal, wir werden hier noch so das ein oder andere erfahren. Oh, verdammt. Wurde ich gebissen? Die große Frage ist, muss ich wirklich alles hier niedermachen? Was? Okay, ein Jammer. So, hier unten ist eine... Ist das Statue? Was für ein Vieh? Na, mal gucken. Irgendwas sammle ich da. Ich weiß es nicht. Wir werden es... wie immer gilt natürlich...
Sage mal. Wie immer gilt natürlich, dadurch, dass ein neues Spiel... Ich raste hier gleich aus. Ein neues Spiel ist. Achte bitte so auf Soundstimmigkeiten, ne? Ob die Lautstärken auch so gut passen, wie sie passen sollen. Mann! Was mache ich? Ich finde manchmal, das hackt so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch auch so ist. So ein bisschen kleine Hänger hat. Ja, kann ich so bestätigen. Ist richtig. Betrachten, interagieren. Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Eure große Stärke zeichnet euch als uns zugehörig aus. Fokussiert eure Seele und vollbringt so, wovon andere nur träumen können. Sammle Seele, indem du Gegner triffst, sobald du die Seele gesammelt hast, halte Kreis gedrückt und fokussiere so Seele, um dich zu heilen. Okay. Ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Oh! Ich dachte, das Ding wäre schon tot. Jetzt muss ich hier Fokus halten. Ah, mega, okay. Ihr seht es. Oben haben wir dieses, diese Lebens. Da kommt noch so ein Vieh. Die waren böse hart. Komm mal her hier. Ach shit, was mache ich? Ach, jetzt bin ich komplett tot. Ach Gott. Hi Shiro, hi Wang. Oh, da kommt das Vieh schon. Ich stelle mich schon wieder an wie sonst was. Ah, siehst du, einer meiner all-time favorite games. Ich kenn's nicht, aber das ändern wir gerade. Es wirkt auf jeden Fall erstmal schon mal ganz, ganz nice. Mal gucken, ob es Langzeit motivieren kann. Und da ist die große Frage, was fangen wir an mit dem angefangenen Let's Play zu Sword Art Online? Ah, okay, gut. Ich kann also auch nach hier, ich will Seele sammeln. Oder Teile oder wie auch immer die Dinger hießen. Ich will sammeln. So, fokussieren. Mehr geht nicht. Cool, jetzt habe ich noch mehr so eine Köppe da oben. Seele. Coole Scheiße. Da hoch? Nee, natürlich nicht. Ich bin mehr hier. Aha. So, da unten war doch was. Kann ich irgendwie nach unten gucken? Nee. Ach, ich spring wieder in diese... Natürlich Mist, aber wir haben ja diese komischen blauen Dinger da. Genau hier wollte ich hin. Kommen wir nicht weiter. Kann ich auch hier mit Steuer... Ah, ich kann mit Steuerkreuz steuern. Das ist schon mal richtig geil. Was ihr natürlich immer nicht mitkriegt, ist, die Vibration ist ganz nice. Also die, ihr seht ja nur das Bild immer so wackeln, aber es vibriert auch cool. So, wir können wieder betrachten. Ich habe mal kurz gelesen. Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Jenseits dieses Orts liegt das Land des Königs und Schöpfers. Überschreitet diese Schwelle und beugt euch unseren Gesetzen. Werdet Zeuge der letzten und einzigen Zivilisation des ewigen Königreiches. Heilandsnest. Werden wir... Oh, eine große Tür. Mach kaputt. Noch einmal, noch jemand, dem das sein Lieblingsspiel ist. Hi Nento. Ja, ich kenn's nicht. Ja, guck mal hier, die
Ist schon, sehr detailverliebt, ne? Hier mit den, Grasbüscheln, die jetzt so durch die Gegend fliegen im Wind. Wie die so abtrennen hier. Ich bin der Gärtner, Mistmund, die schwindende Stadt. Hä? Geil, doch mit Sound. Zuhören. Käferältester, okay. Hallo Reisender, ich fürchte nur noch ich bin hier, um dich in dieser verlassenen Stadt willkommen zu heißen. Die restlichen Bewohner sind alle abwärts in den Brunnen verschwunden, einer nach dem anderen in die Höhlen hinein. Unter unserer Stadt befand sich einst ein großes Königreich, nun sind dort nur noch Ruinen, die jedoch immer noch Reisende in die Tiefe ziehen. Wohlstand, Ruhm und Erleuchtung scheint die Dunkelheit zu versprechen. Ich bin mir sicher, auch du bist da unten auf der Suche nach deinen Träumen. Pass auf, die Luft hier ist faul. Sie lässt Kreaturen dem Wahnsinn verfallen und Reisende werden ihrer Erinnerung beraubt. Möglicherweise sind Träume doch nicht immer schön. Selbst das ist irgendwie ein klein wenig beklemmt. So, eins der schönsten Atmosphären ever. Na, wir werden mal gucken. Oh, wir können es ausruhen. Das war, glaube ich, nicht so gut, weil unser blauer Kopf ist weg. Wir haben uns entausruht. Ja, das war auch das, was ich so am Anfang dachte, auch so vom Spieldesign hier. Sowohl Limbo wie auch Ori waren so die Sachen, die mir sofort eingefallen ist. So. Alles für den Kartografen. Wir haben in Kürze geöffnet. Iselda und Cornifa. Also noch nicht. Das lässt vermuten, wir kommen hier irgendwie wieder zurück. Oh, jetzt bin ich in den Brunnen gefallen. Das wollte ich doch gar nicht. Aber ich denke mal, wir müssen. Also auf jeden Fall macht man ganz schön viel kaputt. So, komm mal her hier, ich brauch Seele. Kann ich den so hoch schnetzeln hier? Jo, wunderbar. Gib mir Seele. Da ist wieder irgendwas Neues an Viechern. Weiß man immer nicht, wie die reagieren. Die scheinen nicht wirklich mich angreifen zu wollen. Wir machen mal hier alles kaputt, was kaputt zu machen geht. Mal hier, zack. Aha! Bari, der hat die gerade gefurzt noch? Also wer jetzt denkt, das bin ich nicht. Ach, da oben, guck mal. Kommen wir da irgendwie hoch? Wir werden gleich probieren. Ich weiß auch, dass Simon von dem Spiel immer so, nee, wir kommen da nicht hoch. Hallo? Eule Fritze. Okay, also wir sehen's, wenn wir das Gebiet verlassen und wieder zurückkommen, dann sind auch alle Gegner wieder da. Verdammt! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, gerade dann habt zick, schnacki, schnacki. Und ausgerechnet der Esel ist nicht da. Der Pilgerweg. Reisende von Heilands Nest steigt durch die grüne Wildnis und pilzbewachsene Haine zu der Stadt im Herzen dieses Königreichs hinab. Dort werden alle Wünsche erfüllt, alle Wahrheiten enthüllt. Wow. So, ich habe jetzt hier mal, das ist hier so ein Menü oder was? Alter Nagel. Drücke Viereck. Traditionelle Waffe aus Heilands Nest. Alter und Abnutzung haben die Klinge stumpf werden lassen. Cool. Wir kämpfen mit einer stumpfen Waffe. Was bist du denn? Uiuiui, was machst du denn? Fängt das Ding auch noch an zu spucken hier. Die Musik wird dramatisch.
Da. Okay, das scheint wohl etwas zu sein, wo wir später hin müssen. Da brauchen wir bestimmt andere Waffen oder sowas. Oh, ich dachte gerade, das kommt da runtergeflogen. So, wir gehen mal hier einfach weiter. Und gucken immer. Aber ich muss sagen, was ja viele Spiele, die Side-Scrolling-Games... Oh, da bin ich gleich wieder durchgefallen, da wollte ich gar nicht hin. Also was viele Side-Scrolling-Games nicht immer hinkriegen, was ich immer sehr schade finde, ist, dass die Steuerung gut ist. Das kommt mir bis jetzt gut vor. Ich bin noch ein bisschen dran gewöhnt, der springt ganz schön extrem hier. Oh, wer ist da? Guck mal, den können wir zuhören. Mehr ist hier nicht. Dann hören wir mal zu, was... Hallo, bist du hier unten, um diese schönen alten Ruinen zu erkunden? Beachte mich gar nicht. Ich habe auch eine Schwäche für das Erkunden. Sich zu verirren und dann den Weg wieder zu finden, ist ein Vergnügen wie kein anderes. Wir haben großes Glück, du und ich. Ich bin Kartograf vom Beruf und fertige gerade eine Karte von diesem Gebiet hier an. Möchtest du eine von meinen Arbeiten kaufen? Ach, das ist sehr cool. Okay, Karte dieses Gebiet kaufen. Yo. Karte erhalten. Halte L1, um die Karte für das aktuelle Gebiet anzusehen. Öffne eine detaillierte Karte von Highlands Nest über die Karte im Inventar. Okay. Eine Karte kann nützlich sein, aber allein zeigt sie dir nicht, wo du bist. Wenn dein Orientierungssinn nicht der beste sein sollte, empfehle ich dir, bei meiner Frau Iselda einen Kompass zu erwerben. Ah, das ist Dingsbums hier. Aus dem Geschäft oben. Naja, egal. Sie ist gerade dabei, unser Kartengeschäft in Mistmund zu eröffnen, indem wir die verschiedensten Dinge verkaufen, die für Reisende wie dich nützlich sein können. Manchmal verkauft sie sogar meine alten Karten. Ich besuche sie immer, wenn ich mit einer Karte fertig bin. Sie freut sich immer so sehr, mich zu sehen. Ah, da ist er ja. Wenn man vom Simon redet, ist er da. Das Spiel ist mega. Mein Spiel 2019. So, jetzt gucken wir mal. Oh Gott, das ist die Karte. Also da oben ist Mistmund. Okay. Da sind wir jetzt runtergefallen. Also soll es doch nach links noch gehen. Und rechts, um wieder hochzukommen. Und das große, böse Gesicht da in der Mitte weiß bestimmt nichts Gutes. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ich habe jetzt gedacht, dass die Karte ein bisschen fetter ausfällt. Ach du eine Scheiße, auch hier nicht. Wir sehen hier oben. Wir sehen oben noch das, was wir schon hatten. Naja. Ach, kick mal in der Schau. Der Goban ist auch mal wieder da. Seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, da ist er wieder. Alle verlorenen Söhne kommen zurück. Ich grüße dich. Simon, das Spiel gab es jetzt gratis im PlayStation Plus Abonnement und was bist du denn für ein hässliches Vieh? Bist mir nicht so ganz geheuer. Komm ich da rüber? Schaffe ich's? Nicht so. Muss so springen. Was mache ich? Nein! Ah, ich wusste's. Oh Gott, ich muss mehrmals wegspringen. Wenn du das sein möchtest, dann ja, dann warst du es auch. Nein, wir kommen nicht oben rauf. Dann lassen wir es lieber. Ich brauche erstmal Seele. So. Sichi ist sicher. Mal gucken, ob es Sinn macht, hier nach hinten zu springen. Wir wissen ja, dass der Raum hier eigentlich kein Ende haben sollte, oder? Das Wasser hier sieht auch nicht gut aus. Ich vermeide es, es zu berühren. Oh, kleine Mini-Bienen. Oder so ähnlich. Oh, da kommen noch mehr von den Kleinen. Mach sie alle platt. Was? Ich hab da irgendwas gehört gerade. Also ich traue mich nicht, hier in das Wasser reinzuspringen.
denn das, ein Raupi? Ich hab einen Raupi befreit. Okay. Also hatte der Weg hier irgendwie... wohl Sinn? Wir haben da ganz links einen Raupi befreit. Es tut mir leid. Ach, guck mal da, Nitto schreibt schon, ist Säure. Also lassen wir das mal lieber mit dem Reinspringen. Das ist dann bestimmt nicht gesund. Es braucht hier niemanden leid tun. Alles gut. Der Simon, der sagt, das Spiel ist ordentlich schwer, das heißt Fails. Na, mal gucken. Das wollt ihr doch sehen. Gibt's doch zu. So, vielleicht kommen wir doch da oben hin. Ach, verdammte Axt, was mache ich denn? Seele. Ja, man muss doch da irgendwie hinkommen, anders geht's doch gar nicht. Ach, wir lassen es. Vielleicht brauchen wir da auch noch irgendwas anderes. Uiuiui, links und rechts. Nein, da ist er nicht gesprungen. Das ist natürlich immer Kacke. Seele. Mal gucken, wie oft ich das heute noch sagen muss. Ich gewöhne mich so langsam an die... Steuerung. So, warte mal. Kommen wir hier? Ah ja, hier kommen wir einfach nur zurück zu den Rüsseltypen da. Oh, die Musik wird dramatisch böse. Oder so. Das deutet hier, wird gleich was passieren. Gib mir Geld. Nein, da falle ich runter. Ah, nein, jetzt werde ich eingesperrt. Scheiße. Jetzt habe ich das Fliegending. Ey, gespuckt. Ah. Ein anderes Fliegending. Oh, jetzt kommt es schon zu zweit hier. Ah, hab mich erwischt. Die Sau. Nein, verdammte Axt. Jesus, komm her. Mach dich Schnitzel, da! Okay, wieder offen. Die andere Seite auch? Bleiben die Münzen? Ja, die bleiben liegen. Wunderbar. So, sammeln wir die hier ein. Oh ja, Geld hier. Yeah, geheimen Raum gefunden. Scheint. So, Seele. Die wollen aber hier mir auch wirklich mit allen möglichen Sachen ans Leder, ne? So, wir gucken mal hier unten. Wie wir denn jetzt hier landet? Oder ist das hier... Nö, ist nichts von dem wir kamen. Also wir müssen hier immer in die Ecken. Jetzt guck mal, ich glaube wirklich, es gibt geheime Räume. So, hier. Mal schön die ganze Money abgrasen hier. Aber mir gefällt der Artstyle auf jeden Fall sehr gut. Das kann ich schon mal sagen. Mit den Lichterchen, den, diesen kleinen Reflexionsspielchen und dann halt diese Schattenspiele hier mit irgendwelchen, ja, Fledermäusen oder Schmetterlingen oder was es sein soll. Das ist schon ganz geil. So, jetzt haben wir hier die Gegner natürlich nochmal, aber diesmal gehen die Türen nicht zu, deswegen lassen wir sie einfach mal links liegen. Ja, ich weiß ja, wo ich lang will. Alles gut. Also Simon schrieb, nutze ruhig die Karte, die ist sehr sinnvoll in dem Spiel. Aber ja, wir hatten die jetzt schon ein paar Mal genutzt hier. Da seht ihr sie ja. Ja, deutlich. Wie war denn das? Hier? Ich kann die Karte gerade nicht öffnen. Ich weiß nicht warum. Ah, hier. Doch. Da. So, das Problem ist, wir wissen nicht so hundertprozentig, wo wir sind. Wir sind irgendwo unten. Auf der untersten
Linie. Wir kommen von links und gehen da jetzt weiter. Also ich finde toll, dass diese doch sehr überschaubare Karte nützlich sein soll. Aber wir werden gucken. So, Goban, was ist los mit dir? Fällst du dann noch mit deinem Gesicht auf die Tastatur? Buffer, Nada? Ja, ich habe das zweite Mal, glaube ich, gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es bringt, wenn ich hier dieses Gras so wegschnipse. Oh, die Viecher sind scheiße, die hasse ich. Die sind so aggressiv. Oh, Leute, das brauche ich doch hier. Oh, nennt er auch von mir gute Besserung. Das ist wirklich scheiße. Ich hoffe, es ist nicht das, was wir hier jetzt erstmal nicht aussprechen. Eine Erkältung ist zwar auch nicht schön, aber immerhin nicht ganz so schlimm. Ah, macht's alles nieder. Macht's alles nieder. Nein, ich hab mich aufgepasst. Ich sag's ja, diese aggressiven Drecksviecher. Seele. Ich hätte jetzt gedacht, da wäre was. Achso, da geht's schon wieder um Hearthstone. Hm. Hier unten ging's doch auch lang, ne? Gucken wir mal. Nein! Ah, verdammt! Ich dachte, ich stehe weit genug weg. Wir müssen noch mehr Seele holen. Und das war schön. Jetzt haben wir natürlich da viel jetzt nicht abgegrast in dem Raum. So, das ist so ein Wegweiser, wa? Nein! Wo falle ich denn hin? Nach ganz unten. Ah, dann können wir hier unten erstmal lang. Das hier? Grabkammer oder was? Alles Niederstütze. Oh, was war da? Ah, sind das Aas? Sind das Geister? Ach, links. Was haben wir denn hier? Wo bin ich? Also ich verstehe diese Kartenzeichnung nicht. Ach, kommen wir da gar nicht warm? Was für ein Mist hier. Boss-Time, nix mit Boss-Time hier. Oh, wer ist er? Oh, ist ja einer, der mich angreift hier? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Hallo, ich wollte mal mit dir reden. Ja, toll. Leg dich schlafen. Unfreundliches Völkchen hier. Oh, da oben war was, das sah cool aus. Da gehen wir mal zurück. Ist bestimmt der Hampelmann wieder da, ne? Ne, der ist weg. Interessant, der ist komplett weg. Ja, siehst du, das sah gar nicht mal so uninteressant aus. Das bringt mir Seele. Da schlief was. Mal gucken. Hier kommen wir. Ah, hier kommen wir hoch. Da kommen wir wieder runter. Gehen wir nochmal hoch. Da ist schon wieder so ein dickes Vieh da oben. Oh ja, ja. Fertig. Das ist der spuckt. Naja, der spuckt dir die Kleinen aus. Und wenn er stirbt, kommen nochmal mehrere Kleine. Ah! Komm her! Ah, verdammt! Shit.
Wir aufpassen hier. Ah, die Kleinen, die ja nach seinem Tod da noch gespawnt hat, die ich gleich mit platt gemacht. Gott ausgewichen, sehe ich genauso. Seele. Scheiß wie hier. Ach, fuck, fuck. Ach, scheiße. Aber so klar, es kommen die kleinen Viecher hier einer nach und nach und der kackt sich da oben aus mit seiner Scheiße. Her hier. Du Sau, du. So. Aber gut. Der Gegner war gut für uns. Wir sind wieder voll mit unserem Seelenzeug. Und haben... volle Leben. Oh, noch so ein Ding, ey. Jetzt langsam bewege ich mich dann doch ganz schön im Kreis. Da ist ein Raupi. Ein Raupi. Wir holen es uns. Die Frage ist nur wie. Kann ich hier was machen? Irgendwie umdrehen? Guck ich ja niemals rüber mit dem Sprung. Kannst du es ja vergessen. Raupi, ich hole dich später. Ich kann bestimmt irgendwann mal fliegen oder irgendwie sowas. Na, siehst du, Goban sagt schon, kommst du nur später mit einer anderen Fähigkeit hin. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, hier. Zack, da war's. Und... ich warte eigentlich auf den Furz, aber... ach, der war so weit unten. So, okay. Dann gehen wir kurz hier nochmal schauen und dann gehen wir nach unten. Ich kann im Sprung nach unten schlagen, ja. Oh, hier gibt es was zu betrachten. Eine Tür mit einem Spalt. Oh ja, immerhin. Hier auch was? Nö. Aha! Das Geräusch sagt uns, wir haben hier etwas gefunden, was wir wohl eigentlich hätten nicht finden sollen. Ah, das sieht hier auch aus nach irgendwas, was wir später reingeben sollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das ist so richtig gut ein Spiel für mich. Ich bin da immer sehr... dem Schlag nach unten kann ich über Stacheln springen? Ach so, weil... soll ich das nochmal probieren? Kann ich mit dem Schlag nach unten über Stacheln springen? Okay, nice, alles klar. Hat er verstanden. Seele. Und nur noch rauskriegen, wie wir dann, wir müssen das dreimal schaffen. Oh, ja, ja, komm. Komm. Komm nochmal. Geht vielleicht doch nicht. Machen wir so. Einmal zum Üben. So. Alles klar. Shit. Schneller. Na, ah, verdammt. Immer weniger hoch. Da. Aber wirklich für jede Stache einmal gebraucht. Wir haben Raupi. Seele. Seele. Aber wir haben keine mehr. Verdammt. Wir müssen Gegner töten. Wir müssen Seele. Seele kriegen. Gegner töten. Gegner töten. Seele kriegen. Alles klar. Thank you.
Alles natürlich geil mit den Stacheln. Danke für den Tipp. Also das sehe ich auch nicht als... Alter. Scheiße, habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Zack, 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 zack. Ah, verkackt er den. Und dann verkackt er den. So eine Scheiße. So, jetzt muss ich aber hier noch Gegner auf jeden Fall kriegen. Und dann gehen wir zurück zu dem schlafenden Fieder. Hier, der sieht gut aus. Oh. Alter, okay. Drei Schläge, hat er kapiert. Oh, ja, ja. Leg dich schlafen. Flachpfeife. Gleich noch einer. Doof. Aufpassen hier. Warte mal. Seele. So, okay. Seele. Hab ich beinahe vergessen. So, jetzt sind wir genau in der gleichen Ausgangsposition wie davor. Ich brauche mehr Gegner. Ich muss hier schon wieder irgendwas. Da. Ey, ich hab einen Raupi gefunden. Shit. Die kacken. Nein, hör auf damit. Ah. Seele. Jetzt verliere ich viel zu viele Leben hier. Da oben ist ein einfacher Gegner, der gibt. So. Das ist gut. Die sind gut. Von denen ging dann gerne mehr. Naja, wir gehen dann ja noch in die Nähe des wie ihr ihn nennt, Mini-Boss. Für mich ist es, glaube ich, ein riesengroßer Boss. Okay. Da unten scheint ein Hebel zu sein, sehe ich gerade. Gucken wir mal. Aha. Gut. Seele. Alright, wir sind wieder voll. Alles andere ist Bonus hier. So, zack, zack, zack. Nieder. Nieder mit den niederen Wesen. Es gibt ja auch so viel zu entdecken. So viel zu machen. Wir haben gerade erst angefangen. Ein Ösewicht. Ja. So, ihr merkt euch mal bitte den Weg, damit ihr mich dann nachher lotsen könnt zu diesem Art Mini-Boss, der unten war. Wir müssen nur mal gucken, das sieht hier... Oh, jetzt andere Farben. Ich höre schon wieder eine Stimme. Aber ich hätte ein aufmerksamer Mensch bin. So, bist du jetzt ein Böser? Nee. Gut, zuhören. Oh, begrab meine Mutter, die Tränen vergossen. Begrab meinen Vater, die Augen geschlossen. Leg all meine Schwestern zusammen zur Ruhe. Und bist du dann fertig, so leg mich dazu. Mila. Haha, kennst du das? Eines meiner Lieblingslieder. Wir können etwas anderes singen, wenn du möchtest. Du fängst an und ich steige mit ein. Du hast sicher eine wunderschöne Gesangsstimme. Kennt der mich? Oder die? Oder das? Also, was machst du hier unten? Falls du hergekommen bist, um reich zu werden, sieh dich um. Die Minen sind noch immer voller Reichtümer. Es gibt reichlich für alle. Greif dir eine Spitzhacke und mach mit. Es ist geil gewesen, wir hätten jetzt... Du hast die Waffe Spitzhacke erhalten. Aber... Nee. Ui, es geht aufwärts. Ja, wir arbeiten uns einfach von oben nach unten durch. Geht's hier lang? Nein. Wenn ich jetzt hier raufsteige, geht's ja wieder runter, ja. Wir wollen ja mal gucken, was hier ist. Ah, das hier ist doch so ein Seelengenerator. Yeah! Mega cool. Oh, Scheiße, kommt das Ding jetzt auch wieder runter? Ja.
Gut gemacht, gut durchdacht. Okay, dadurch, dass jetzt hier so ein Seelending war, gehe ich davon aus, dass hier jetzt auf der rechten Seite vielleicht auch ein Mini-Boss kommt. Oder wir gucken mal, wo sind wir denn? Wir sind... Tja. Ich habe keine Ahnung. Forget it. Okay, Sackgasse. Dann lassen wir uns mal nach unten fallen. Oder auch nicht. Gut, keine Ahnung. Ah, ich bin oben rechts und komme da noch nicht weiter. Also da sind wir. Das macht, glaube ich, auch Sinn. Das hier ist die Biene denn? Alles klar. Waren wir hier schon? Nee. Achso, doch, von hier sind wir gekommen. Aha. Genau, das ist jetzt hier... Doch, doch, ich glaube, ich sehe jetzt langsam durch, wo ich in der Karte bin. Ich kann es mir denken. Ich kann es mir nicht denken. Also hier, was ist so wirklich? So, was ist hier los? Was ist das? Das ist auf jeden Fall Gegner. Fuck. Alter. Kann ich den schon besiegen? Ich werde mir das ab. Da bleibt mal cool. Scheiße. Seele. Wie hält denn der aus? Sieht der nur so aus oder ist der... Ach Mann! Das macht er doch gleich wieder sein... Ich hab's verkackt! Nein! Ach, kick mal in der Schau! Wir wachen hier wieder auf. Und der Laden ist jetzt offen. Ist er doch hier, Isolde. Iselda. Entschuldigung. Bist du gekommen, um eine Karte zu kaufen? Eigentlich müsstest du mit meinem Ehemann Geschäfte machen, doch Überraschung. Er ist wieder dort unten unterwegs. Gelegentlich taucht er wieder auf, um neue Karten für den Laden vorbeizubringen. Doch ich wünschte, er würde ein bisschen mehr Zeit hier oben verbringen. Ich interessiere mich selbst nicht wirklich für den Handel. Nun denn, lass uns doch sehen, was ich zum Verkauf anbieten kann. Ja, das war der erste Tote, stimmt. Das ist wohl wahr. So, unbedingt zu empfehlen, wenn du Schwierigkeiten hast, den Weg durch das Labyrinth von Ruinen unter uns zu finden, versuche es mit diesem Talisman. Was? Ich habe all mein Geld verloren? Oh nee, ich hatte schon so viel. Bafanada. Okay, trinke ich jetzt einen Schluck auf den Scheiß. Gut. Ich muss mir ein bisschen mehr anstrengen beim nächsten Mal. Leider haben wir jetzt alles Geld verloren. So, ich guck mal, wo es hier lang geht. Hier sind wir letztes Mal einfach dran vorbeigelaufen. Das sieht auch aus wie ein Friedhof hier. Wir betrachten mal. Eine Steintür mit einem einfachen Schloss. Schnetzeldi. Hinab. Oh, kriegt das Geld wieder. Na wunderbar. So. Letztes Mal sind wir nach links gegangen. Dann gehen wir diesmal nach rechts. Wir sind ja sowieso nur runtergefallen. Da hier. Ach, dieser Spast. Ich hab mich... Ach.
Ich darf, glaube ich, nicht zu aggressiv hineinschnitzeln. Seele. So, eintreten. Und gucken wir mal, wo wir hier eintreten können. Was ist das? Tempel des schwarzen Eis. Okay. Hallo. Wie schön, einen anderen Reisenden auf diesen vergessenen Straßen zu treffen. Du bist klein, aber du siehst stark aus. Das trifft auf mich zu, ja. Quirrell, alles klar. Ich bin Quirrell. Ich bin etwas besessen von unerforschten Orten. Dieses uralte Königreich birgt viele faszinierende Geheimnisse und eines der interessantesten befindet sich direkt vor uns. Ein großes steinernes Ei, das im Leichnam eines uralten Königreichs liegt. Und dieses Ei, ist es warm? Es strahlt zweifellos etwas Einzigartiges aus. Kann man es öffnen? Es ist übersät mit seltsamen Zeichen. Ach, ich liebe Geheimnisse so sehr und wer weiß, welche Wunder noch tiefer unter uns liegen. Na hier, komm. Wir machen hier mit dir so irgendwas. Guck mal, hier ist pulsiert. Ah, nee, Quatsch, das ist unser Licht. Mehr ist hier nicht. Ab zum finalen Boss. Ich bin auf dem Weg dahin, ja, hast du recht. So, hier lang. Und Neko freut sich anscheinend über Seele. So, da ist wieder einer hier. Zack. Zombie. Ach Mann! Ich brauche was Besseres als meinen Nagel. So, den habe ich gut gemacht. Seele. Den kenne ich noch nicht hier. Der hat ein Horn. War fast davon auszugehen, dass der weiter rennt. Okay. Drei Schläge. Gut ist. Ah, hier bin ich gestorben, alles klar. Alter. Ich dachte, es fusioniert mit mir und alles ist wieder gut, aber nein, ich muss es töten. Was soll das denn? Seele. So, wir lassen mal den Dicken. Ach Quatsch, komm mal, den machen wir platt. Mann! Mann, ich hasse mich. Ach, scheiße. Vielleicht brauche ich da irgendwas Fähigkeiten-Technisches, was ich noch nicht habe. Machen wir erstmal den Kleinen. Ich gehe jetzt zurück, hol mir mein schwarzes Gegenstück wieder. Um dann, den anderen Boss da unten erstmal zu plätten. Das ist uns hier frustrierend. Hallo Ei. Ich hole mir uns auch noch irgendwann. Ach Quatsch, jetzt hätte ich nicht aufgepasst hier. Seele. Oh Gott, ich glaube, das werden wir sehr, sehr häufig hören. Ich sollte mir vielleicht da wirklich so einen Knopf hier holen, dass ich es abspielen kann. Da muss ich nicht immer selber sagen. Nee, der ist schon für Spieler mit meiner Ausrüstung gedacht. Na, ist ja gut. So. Wunderbar, so. Und jetzt ab nach unten. Das war nach unten. Dann war es hier lang, glaube ich. Hier müsste der Fahrstuhl sein, oder? Fahrstuhl nicht.
Wo ist das Ding hier mit dem Schalter? So, komm her hier. Nein, ich hab's gesehen. Scheiße. Seele. Ah, stimmt, hier war er ja. Der Freak. Ach, das war dumm. Das war dumm. Ah. Aber da war ja hier das Seelending. So. Seele. Aber nicht voll. So, dann gucken wir mal. Grummelmutter. Oh, fuck. Mit ihr nicht in Ordnung. Seele. Seele. So, braucht man ja gar nicht. Komm her hier, Grummelmutter. Scheiße, die macht schon wieder was anderes. Jetzt Seele. Ach, da sind wir genau reingesprungen. Genau reingesprungen, nicht doof. Komm her. Ah, shit. Nicht aufgepasst. Tot? Okay, das war easy. Yeah. Yeah. Nieder mit euch! Kommt da jetzt gleich noch was raus? Okay, wie die Puppen. Seele! Das war gar nicht so klug. Seele! Seele! So. Energie effizient nutzen. Und Pup. Finde ich gut. Seele! Das ist der erste und somit auch einfachste offizielle Boss im Spiel. Und ich habe ihn gemeistert. Ich kann da eintreten, aber erstmal mache ich dich hier platt. Dein Bruder auch. Komm her hier. Ja. Wo wir schon dabei sind. So. Ach, guck mal, da kann ich so ein Ding bestimmt kaputt machen. Gehen wir erstmal hier rein. Oh, was macht er? Masturbiert? Klingt so. Oh, du Tölpel. Du führst deinen Nagel wie eine Keule. Esme, wie viel tiefer müssen wir gehen? Oh, was? Wer bist du? Verstehe. Diese Seite Dorf, was für ein eigenartiger Traum mich hier hinuntergeführt hat. Wenn du mich nicht gefunden hättest, wäre ich wohl nie erwacht. Ich bin Sly. Normalerweise führe ich ein eintöniges Leben oben im Mistmund. Die Luft in diesen Ruinen bekommt mir nicht, also mache ich mich besser auf den Rückweg. Wenn du wieder oben bist, komm mich besuchen. Ich bin wahrscheinlich der freundlichste Genosse da oben und ich will mich noch richtig bei dir bedanken. Habe ich irgendwie jetzt Angst vor. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier lang, wo ich jetzt eben gerade lang gehen wollte, weil hier ist zu. Gibt es hier was Geheimes? Nope. Da oben. Achso, hier bin ich ja wieder hier. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Alter, diese Stimmen. Da wird man doch vollkommen bescheuert bei. Ich komme hier nicht hoch. Da ist hier so eine Ausruhbank. Dann muss ich ja hier lang. Boss-Time. Immer Boss-Time.
Okay, dann müssen wir jetzt nach oben. Wir müssen den ja da oben platt machen. Ja, gucken, ob es noch irgendeinen anderen Ort gibt, wo wir noch nicht waren. Oh. Ah. Oh, das ist vielleicht gar nicht so intelligent gewesen, was ich hier gemacht habe. Und tschüss. Die Sau. Machte dir nur einen Schlag. Ja, ja. Ja. Seele. Okay, ich habe wieder mal überhaupt gar keinen blassen Dunst, wo ich bin. Oh, da ist auch irgendwas, oder? Waren wir da schon mal? Hier waren wir da schon mal. Hier kann man nichts machen. Seele. So, wir versuchen jetzt das Spiel hier sinnvoll voranzubringen. So, na, hier waren wir ja schon. Ah, verdammt. So, ich bin der Meinung, wenn ihr jetzt die Karte seht, dann ist es das Ding mit diesem Buckel da. Also da, das ist der Raum über dem, wo wir jetzt hinfahren. Und da ist auch so ein dicker, fetter Boss da eingezeichnet, oder? Was ist denn das? Hier? Da ist ja schon wieder so ein Freak da unten. Ist ja der gleiche wie vorhin. Und wir lassen den mal einfach Freak sein. Kommen sie hier schön im Doppelpack, die Schweine. Ach shit. Seele. Oh. Du musst in die Mitte, Barin, ja? Ich glaube, ich bin auf dem Weg dahin. Da ist eine Truhe, wie es aussieht. Klingt hier nicht sehr gut. Ach, er ist es nur. Nieder mit den Viechern hier. Schitte! Falscher Ritter! Nein! Ah, ich würde gerade sagen, es sieht so aus, als würde er jetzt zuhauen. Ach, die immer mit ihren scheiß Flächenangriffen. Kommt gleich nochmal so ein Ding, alles klar. Seele. Na, weg da. Der macht schon wieder so ein Ding. Vergiss es, du Arschloch. Seele. Oh, fuck, wir müssen jetzt angreifen. Oh, was ist da los? Das kotzt ja aus. Ist mir egal, der war jetzt kaputt. Nein! Weg! Nein! Nein, 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 nein. Ach, fuck. Ach, scheiße, jetzt sind wir wieder hier.
wovon stink. Da war ein bestimmtes Ding da in der Mitte. Ist die Zeit, die man braucht zum Heilen. Das dauert zu lange. Ach shit, was war denn das? Seele. Der Boss ist übrigens erst der zweite. Ja, das ist richtig. Nach dem ersten kommt der zweite. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den hier nochmal hinkriegen. Mann, du Sau, du. Ach, ich hasse dich. Ich hasse dich so dermaßen. Du hässliche Marder. Was soll es blich jetzt? Ach, der rennt ja von alleine irgendwann, wenn man lange in eine Richtung drückt. Halte dich links, da bekommst du einen Zauber. Na, dann halten wir uns jetzt links, da bekommen wir einen Zauber. Oh Gott, jetzt ist hier komplett aus. Komm mal her, hier muss ich nackig machen. Hier waren wir doch schon mal. Warum habe ich jetzt mein ganzes Geld verloren? Weil ich immer das erst sammeln muss wieder ein, bevor ich nochmal sterben darf. Lass mich raten. Es tut mir gerade ein bisschen in der Seele weh, wenn das so ist. Nein, ich war hier runter. Das hätte man ja auch mal vorher sagen können, ja, Leute? Nee, alles gut. Ach, hier ist der... Hier sind meine Raupis. Alter, so viele Raupis gibt's hier in dem Spiel? Und die schmeißen Geld auf mich, oder wie? Auch ein Durchgang, das hat er eingezeichnet sogar. Nein, warum falle ich denn jetzt runter? Mann. Ah, dann sammeln wir alles Geld nochmal, das stört mich nicht. Es motiviert nur noch mehr. So. Mich da durch, ich will da rein. Da mega Kill von oben. Da heult doch schon wieder irgendwer. Mann, jetzt habe ich mich... Oh, scheiße, ich habe ja gar nicht aufgepasst. Ich habe ja gar keine Leben. Seele. Töten, töten, töten. Seele. Kriege ich irgendwann da oben dieses Gesicht wieder voll? Das ist ja jetzt auch nur noch halb. Nee, es gibt keinen Fallschaden, glaube ich nicht. Die habe ich erst gar nicht gesehen. Da ist ein Raupi! Raupi! Kommen wir da hin? Okay, merken, Raupi hier.
Ach, das war wieder Mist. Seele. So. Natürlich auch einfach. Warum bin ich immer weggerannt? Wollen nur stehen bleiben. Ha! So, wo sind wir denn jetzt? Warum wird es nicht eingezeichnet in die Karte? Ach, verdammt. Das ist das Blödeste, was passieren kann. So. Seele. Seele. Sind wir hier, wo der Fahrstuhl ist? Wir sind einfach darüber gelaufen. Kompass kaufen. Wunderbar. Machen wir später. Gut. Also können wir von hier nach hier... Also ich glaube, jetzt waren wir überall gewesen. Und wenn wir mal jetzt dahin gehen, was Simonios hier angemerkt hat... Ach Mann, bleib doch früher stehen, du. Ach Seele. So, hier ist der Kartenmann. Hier geht's nicht weiter. Hier unten? Hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Oh, hier schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Verdammte Axt. Und hier ist so eine verdammte Bank. Cool. Aber mehr ist sie nicht. Master Jay! Kann ich hier irgendwas machen? Muss er eine Runde baden? Ah, guck mal, unsere Seelenenergie wird aufgefrischt. Dass wir das Ding verpasst haben. Gut, aber hier ist trotzdem kein Schrein. Heiße Quelle. Hier waren wir auch schon mal. Hier kamen wir auch nicht weit. Ach, hier war das Monster, was wir nicht besiegen konnten. Ja, ein bisschen doof. Ich soll erstmal zum Kartenfuzzi gehen, um mir die Magie zu holen, um den Boss zu besiegen, aber komm erst da lang, wenn ich den Boss besiegt habe. Macht doch ja keinen Sinn. Oh, was ist denn das da oben? Da ist ja auch was. Oh, oh, oh. Runtergefallen. Gut, wo sind wir denn hier? Ha, da geht's auch noch lang. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal hier wieder durch. Gut, dann müssen wir den Megaboss besiegen. Wir müssen aufpassen. Ach, scheiße. So wird das nichts mit dem Boss besiegen. Aber vorher müssen wir wieder unser Todesding uns da zurückholen. Komm her, ja. Da geht's lang. Alter. Das kommt mir hinterher. Zack.
Na, ah, zu früh gelaufen. Ah, jetzt werde ich doppelt bestraft dafür. Seele. Na, ah, zu früh. Okay, da muss ich lang. Na, ja, schön. Ich bin nach links gegangen. Und ja, hier hin. Können wir uns ja auch ausruhen. Mann, was wir nicht alles verpasst haben. Verdammte Axt. Ein Automat mit dem Symbol eines Hirschkäfers. Geo einwerfen. Jo. So. Hä? Ja, das habe ich schon, das habe ich jetzt schon mitgekriegt. Dass ich das verliere. Ein Bahnhof. Ja, aber hier ist ja nichts zum Fahren. Du musst die Glocke schlagen. Ah, so einfach kann es manchmal sein. Cool! Zuhören. Sei gegrüßt, kleines Wesen. Es ist lange her, seit ich zum letzten Mal das Läuten der Stationsglocke gehört habe. Ihr Echo klang in den Hirschkäferwegen und rief mich zu dir. Ich bin über die vielen Jahre unbeweglich und müde geworden und habe vieles vergessen, aber der Klang der Glocke wird mich immer zurückrufen. Diese Hirschkäferwege ziehen sich durch die Tiefen von Heilands Nest. Willst du sie bereisen, rufe mich von der Plattform aus. Ich bringe dich zu deinem Ziel. Cool, wir können nach Mistmund jetzt zurück. Das ist schon mal geil. So, da können wir gucken. Mega! Lisa, hi! So, wo sind wir denn jetzt hier? Scheiße! Ich wollte... Guck mal wieder runter hier. So, jetzt kann's hochgehen. Okay, ich dachte, da geht's raus, aber dann geht's hier vielleicht raus. Yes, jetzt ist die Tür offen. Ah, ich finde das Spiel jetzt schon cool. Also es gibt so schön viel zu entdecken. Und nach und nach freizuschalten. Und irgendwie sagt dir keiner, was du machen sollst. Du musst es alles alleine rauskriegen. Also außer jetzt Simon, der ein bisschen Tipp gibt. So. Wegeskompass. Ach, der kostet 220. Ach, und hier können wir unsere Karte weitermachen. Also, das hätten wir kaufen. Dafür fehlt mir auch was. Alles klar, hiermit, alles klar, okay. Das ist also, ach, scheiße. Ey, das sehe ich genauso, Master Jay. Das sehe ich sowas von genauso. So, dann werden wir mal schnell, also ein Appell an alle raus hier, das kann nicht sein. Herr Arbeit hat viel zu wenig Abos. Das muss unbedingt geändert werden. Das macht so Spaß, das kaputt zu machen. Okay, also ich muss mich ein bisschen versuchen zu konzentrieren bei den Kämpfen. Und dann wird das schon. Kommen wir ja doch schon ein bisschen der Sache hier ein bisschen näher hier, dass es gut aussieht. Ja, also. So, ich glaube, hier habe ich jetzt meinen Geist verloren. Ah, da ist er. Komm mal her hier. So.
So, dann sind wir wieder voll. Trotzdem habe ich mich wieder treffen lassen. So, dann geht's jetzt wieder runter. Seele. Guck mal her hier. Ich kann dich gerade gut gebrauchen. Wir müssen ein bisschen... Nein! Ich wollte nicht runterfallen. Ach, das ärgert mich. Der war gut. So, Seele. So, jetzt sind wir relativ voll. Ich weiß nicht, kam jetzt noch ein Gegner auf dem Weg? Ach, mit dem Geld, das ärgert mich. Dass ich da die, weiß ich was, wo waren wir schon, bei 450? Das war dumm. Das war einfach dumm. Ach ja, hier ist der. Über den Hoshi springen wir rüber. Er kann uns mal gerne haben. So, genau, da oben war die Truhe. Ah, so ein bisschen aufregend ist das schon. Warum gab es hier eigentlich vorher nicht eine Bank zum Ausruhen? Ja, man will es dem Spieler hier auch nicht so einfach machen, ne? Ah, ich dachte, verdammt. So, da ist er wieder. Komm her hier. Kann ich ihn denn da ausweichen bei der Scheiße? Ach, fuck, Mann. So, Seelen. Und auch draufhauen. Ne, erstmal Seelen, wa? Und wir hier wieder aufladen. Okay, jetzt dreht er ja frei hier. So, wir sind schon mal weitergekommen als letzte Mal. Mann! Ich hab's darauf geachtet, dass ich nicht so dicht dran stehe. Oh, oh. Nein! Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ah, fuck, Mann. Fick dich. Nein! I hate it. Einen platt gemacht? Ich hab'n platt gemacht! Hier! Kriegst du noch einen ab! Ha! War voll easy! Boah, Trophäe! Falschheit! Und irgendwas zum Betrachten. Stadtwappen. Ja, da hier, die will ich haben, die Waffe. Nimm die auf! Ach, guck mal, jetzt ist er kaputt gegangen. Ach, die haut ab. Hey. Vergessen. Bleib mal schön hier, Freundchen. Jetzt ist er bestimmt weg, wa? Komm, wir holen jetzt hier oben die Truhe. Alter! Mega viel Knete. Wunderbar. Die Junge ist auch noch hier. Yes, 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 yes. Jetzt können wir uns ein bisschen was kaufen in der Stadt.
300, ach, ist das schön. Da oben ist aber auch noch mehr, ne? Hm. Schalter. Schalter macht die Tür auf. Okay, wir gehen aber erstmal oben gucken. Oh, jetzt haben wir es dunkel gemacht. So, hier haben wir auch was zum Eintreten. Dann machen wir es mal. Können wir es auch ausruhen? Cool. So, wer bist du denn? Schneckenschamane. Ach, das ist ein Schamane, den Dings meinte. Bestimmt. Beim Boss. So einfach ist es. Okay. Oh, da kommt er aus der Dunkelheit geschlichen. Oh, du siehst aber ernst aus. Ein seltsames, leeres Gesicht und eine fürchterlich aussehende Waffe. Ja, Nagel. Etwas sehr Wichtiges führt dich in die Leiche Heilens Nest. Aber ich werde dich nicht danach fragen. Bist du vielleicht zu mir gekommen, weil du meine Hilfe benötigst? Mehr Worte brauch es nicht, Freund. Ich werde dir ein Geschenk machen. Einen gemeinen, kleinen Zauber, den ich selbst erschaffen habe. Passt genau zu einem kleinen Knips wie dir. Ja, na wunderbar. Ja, alles explodiert. Mega. Aua. Konsumiert. Rachegeist. Drücke kurz Kreis, um den Geist zu entfesseln. Zauberer verbrauchen. Achso. Zauber verbrauchen. Seele. Fülle Seele wieder auf, indem du Gegner angreifst. Ey, der hat mich ausgesperrt. Oh, endlich bist du aufgewacht. Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dich wohl vor der Kraft des Zaubers warnen sollen. Ich habe über dich gewacht, während du geschlafen hast. Und bin wohl selbst eingenickt. Nun, da wir wach sind, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen schlaftrunken, wollte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Nicht im Gegenzug für das Geschenk, versteht sich, sondern einfach, weil wir jetzt Freunde sind. Weißt du, eine schreckliche große Bestie hat sich im Herzen dieses Tempel eingenistet. Welche Respektlosigkeit. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du gehen und sie für mich erschlagen könntest. Es ist ein hartnäckiges Geschöpf, aber mit deiner neuen Kraft wird es dir nicht gewachsen sein. Viel Glück mit diesem kleinen Gefallen, mein Freund. Was, da kommt ja hier gleich der nächste, oder was? Gleich der nächste dicke, fette Boss. Wir können ja mal probieren hier. What the fuck? Ein kleiner Zauber. Na, jetzt sind doch hier die anderen Gegner überhaupt gar kein Problem mehr für mich, oder? Hallo? Ahnenhügel. Oh, scheiße, da hätte ich nicht aufgepasst. Ich hab grad gelesen. Da kommt eine neue Kreatur. Ist ja ungemein. So. Seele. Den Mini-Boss kriegst du easy hin. What the fuck? Eine Frage. Was sind diese Arbeitsstunden? Du kannst die sammeln. Unser Lohn. Alles beides richtig. Also im Endeffekt, wie lange ihr dabei seid, ne? Also, du sammelst dann halt Stunden. Wie viele Stunden du für mich gearbeitet hast. Und eure Arbeit ist ganz einfach. Lasst euch entertainen. So. Jetzt klettern wir hier... Nein. Es gibt auch nicht viele Befehle. Nämlich einmal tauschen und einmal sich anzeigen lassen. Alter, die Dinger sieht man so schlecht und so schwer... Schweinerei. Ah, shit. Seele. Na komm, mein Freund. Komm.
Also, ich kann euch jetzt schon mal sagen, mir gefällt das Spiel auf jeden Fall. Ach, das war Mist. Das war Mist, das war Mist, das war Mist, das war dreifach Mist. Ach, scheiße, ich hasse mich. Ah! Also, es würde mich immer interessieren, wie ihr das so findet, ob wir da Bock haben, das hier weiterzumachen und dafür, Seele! Und dafür Sword Art Online zu, ich sag mal so, unterbrechen. Und hier kriegen wir das Seelenzeug wieder. Aufgefüllt. Ah, ich wusste, dass es schief geht, die Scheiße. Wenn der von oben runterkommt, haben wir jetzt hier mehrmals den Fall. Seele! Ist irgendwie spannender, ne? Ach, da falle ich auch mit runter. So ein Mist. Bin so gefreut, aber die geben wirklich richtig viel, die Viecher. Das ist natürlich gut. Seele! So, da oben geht's weiter. Jetzt gehen wir. Kommt der jetzt? Ja, zack. Weil die voll geil war. Bumm. Jetzt habe ich hier natürlich einen Mist. Okay. Ging aber ganz gut. Ging ganz gut. So, was ist das hier? Das hatte ich auch schon mal, oder? Ah ja, jetzt kriege ich die blauen Nippels. Komm hierher hier. Das ist geil. Nur nicht auf die Bank setzen, aber das ist cool. Die blauen Nippels, die sind mega. So Bonusleben. Die hätte ich gebraucht hier beim letzten Boss. Hoppala, warum komme ich da jetzt nicht hoch? Vielleicht doch woanders langlaufen. Was sagt denn die Karte dazu? Oh scheiße, wie habe ich das jetzt gemacht? Sehr gemein, auf der Taste zauber ich auch. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Ah, das hätte man mal vorher sagen können. Darf ich hier noch aufladen? Nein, ich habe die Gegner auch alle platt gemacht. Ah. Da, wo das Licht ist, kommt es erst später weiter. Geh nicht ins Licht. Aber wo gehe ich denn jetzt hin? Nein, schreit er. Nein, zurück und dann runter. Ja, das erspart viel Frust. Dass ich zurückgerannt bin, das habe ich mir schon gedacht. Aber hier komme ich ja nicht weiter. Ah, ich habe einen Holzbalken übersehen. Seelenstatue. Das ist gut, das ist gut. Da, ich hab's. Jetzt habe ich wieder dieses Vieh von vorhin. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ist das eine Schweinerei hier? Scheiße, ich muss aufpassen. Spuckt. Mann, was mache ich denn? Bin ich denn vollkommen bescheuert? Komm, gib mir so ein komisches Vieh. Mann, warum stelle ich mich denn so dumm an? Alter. Reicht jetzt. Auf jeden Fall war so ein Vieh hatten wir schon mal. So, betrachten. Was haben wir hier? Ein Seelenfänger. Rüste einen Talisman aus, um seine mächtigen Fähigkeiten zu aktivieren. Um einen Talisman auszurüsten, öffne das Talisman-Menü, während du dich auf einer Bank ausruhst. What? Wie lange streamst du heute? Noch gut eine halbe Stunde. Entzückt. Eine neue Trophäe erhalten.
Jetzt aber zurück beim Schamanen. Zuhören. Oh, es ist also vollbracht. Du hast die Bestie erlegt. Ach, das war die Bestie? Das arme Ding. Es muss schreckliche Angst vor dir gehabt haben. Es war früher recht friedlich, aber die ranzige Luft in den Höhlen hat es mit uraltem Zorn erfüllt. Doch du hast getan, was getan werden musste. Ich bin dir dankbar. Wir wissen natürlich beide, dass du das ohne meinen Zauber nicht geschafft hättest. Ohohoho. Und schau, das Tor zwischen uns hat sich geöffnet. Ohohoho, du kannst es wahrscheinlich kaum abwarten, deine Reise fortzusetzen. Gehab dich wohl und verliere niemals deinen Glauben, wonach du auch suchst. Es wird dich finden. So, um ein Talisman ausruhen, das Talisman-Menü, während du dich auf der Bank ausruhst. Genau, das machen wir ja. Von Schamanen genutzt, um aus der Welt um sie herum mehr Seele zu ziehen. Erhöht die Menge an Seele bei einem Nageltreffer auf einen Gegner. Cool. Preis 2 und irgendwie so eine Dinger. Achso, wir haben 3 Sockel. Und könnten jetzt nur noch einen Talisman ausrüsten mit einem Sockel. Hat er verstanden. Sorry, ich muss mal ganz kurz jetzt was trinken. Und ich habe eine neue Funktion entdeckt. Für alle, die auf Twitch zugucken. Ihr dürft gerne mal gleich euren Unmut äußern. Soweit, so gut. So, jeder YouTuber kriegt es natürlich jetzt nicht mit. Aber ist auch nicht schlecht. Also ihr wisst nicht für euch. So. Wir warten noch ein bisschen. Ich entspanne mich und werde hier so meine Schultern gerade kreisen. Das ist gar nicht schlecht. Und hier geht es wieder um Katzen. Kater explizit. Die Fernseher zerkratzen. Katzen, die Fernseher zerkratzen. Ja, können wir gucken hier. Erstmal aber die Karte, genau. Die wird bestimmt noch richtig groß. So. Das ist hier das Stadtwappen. Nichts passiert? Okay, dann nicht. So, Steinplatte mit dem Wappen von Heilands Nest Hauptstadt hat eine Hervorhebung auf der Rückseite, die in eine Öffnung passen würde. Ah! Stecken wir doch irgendwo rein nachher. Was ist denn das hier? Ah, das ist mein Zauber, Rachegeist. Ah. Okay. Was ist denn hier? Hier waren wir doch schon mal. Das lag doch hier davor nicht da. Ach, das ist der Kartenmacher. Ich bin ja doof. Tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Wenn du dich verlaufen hast, warum kaufst du nicht einfach eine Karte von diesem Gebiet in unserem Geschäft in Mistmund? Jetzt zu einem exzellenten Preis erhältlich. Nee, ich will jetzt dahin, wo es beim letzten Mal nicht weiterging. Ich bin der Meinung, das war hier. Oder nee, das war hier, wo wir Raupi schon mal befreit hatten, wa? Verdammte Axt.
Ah, jetzt hatte ich aufgepasst. Nein! Ach so, kann man auch zurückkommen. Wunderbar. War alles so gewollt. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, warum bei dem anderen Ding das aussah wie ein Schalter. Das sind die Raupis. Da komme ich hier nicht... Nee, was nicht so. Immer an der gleichen Stelle, wo ich den Sprung nicht schaffe. Seele. Wir haben ja jetzt einen Talisman. Sollte jetzt ja alles einfacher... Oh, verdammt, was mache ich denn? Wir waren doch hier schon mal. Es ist doch alles nichts Neues. So, wo war dieser... Oh, könnt ihr euch daran erinnern, wo der war? Der war dann ganz hinten, links unten, ne? Das ist jetzt einmal ganz nach rechts, oder? War das hier? Oh, ich hoffe, ihr wisst, was ich... Hier war das, hier war das, hier war das, hier war das, hier war das. Ne, hier war das nicht, hier war das nicht. Ihr passt ja gar nicht auf. Hier war das nicht. Darüber komme ich auch nicht. Genau, da war dieses Schildchen mit diesen Geistern. Das war da, daran kann ich mich erinnern. Hier, guck mal hier, den Ritter da oben. Das Schildchen mit dem Ritter, den haben wir ja schon platt gemacht. Der ist ja schon ja nicht mehr. So. Ach, verdammt. Seele. Ja, genau. Das wird jetzt der neue Leitspruch hier. Nicht mehr Ehre, sondern Seele. Bin ich dafür. So, hier ging es zu dem, Hoshi. Oh, da ist doch... Was ist das? Achso, das ist, was ich gerade abgeschlagen habe. Ich dachte gerade, oh Gott. Also hier brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, in dem Spiel guten Orientierungssinn. Da ist es. Zack. So, jetzt machen wir den Typen hier fertig noch. Und dann können wir nämlich nach oben gehen. Ach nein, hier war das. Mann, scheiße. Ich sage, hier brauchen wir guten Orientierungssinn. Den habe ich nicht. Das war hier. Es gab doch eine Stelle, wo auch so ein Spukaini rumhing, wo wir nicht weiterkamen. Wo war denn das? Wenn wir anfanglich noch nicht killen konnten. So, warte mal hier. Was war denn da unten rechts? Der war auf jeden Fall links. Der war nicht rechts. Ich werde mal gucken, vielleicht nehme ich so einen coolen Seele-Sound auf und bastel den dann als Alert auf Twitch und dann können die Leute da auch was mit ihren Arbeitsstunden machen. Das wäre mal eine Idee, aber dazu kommt es bestimmt auch nicht, weil dann müsste ich wieder außerhalb des Streams arbeiten. Und, ich werde meinem Namen daher nicht gerecht. So. Zack. Okay, mal Simonius, wir wissen genau Bescheid. Es ist von oben gesehen der zweite Ausgang links. Von oben gesehen. Also erstmal müssen wir wieder nach oben kommen. Und ich mich hier jetzt gerade hier in dem ein kleinen Mini-Gebiet hier verlaufen anscheinend. Was mache ich denn? Oh fuck, ich habe nicht mehr viel Leben. Ich brauche Seele. Nee, den Sound, den hörst du ja auch hier. Da musst du dir keine Gedanken machen.
Ah, du kannst ihn dann nicht triggern. Das ist ein Dilemma. Ach! Reingeschammt. Ach komm schon, die habe ich ja vorher platt gemacht. Seele! Bevor ich. So, oben ist der Fahrstuhl. Was war denn hier? Hier war ja auch was. Hier war ja auch so eine Tür. Eine Tür mit einem Spalt. Oder kann ich nicht? Ist nicht die Tür und nicht der Spalt, was ich hier habe. Das heißt, wir kommen hier immer wieder später wohl nochmal hin. Von hinten. Oh, oh. Keine Angst, ich habe dich da oben nicht vergessen. Der Talisman tut auf jeden Fall schon mal gute Dienste. Sieht man, wir haben immer volle Seele. Oder Seelenenergie. Für unsere später benötigte Seele. Ja, Klingelton vielleicht nicht, aber. Ach, jo. Alter, warum mache ich es mir so kompliziert? Was? Na? Ah, ah. Nieder mit dem Aufstand. So, nur kurz mal gucken hier. Wir kommen jetzt da raus. So. Ist das andere Vieh hier auch noch hochgekommen? Ah, ich hab's gesehen. Ich wollte ausweichen. Ich habe mich wieder vom Chat ablenken lassen. Seele. Ich finde auch, jeder sollte eine Seele haben. So, genau. Da sind wir rausgekommen. Da ist der Boss. Da brauchen wir nicht nochmal hin. Da gibt's nichts mehr. Jetzt gehen wir weiter nach oben. Jetzt richtig die dicke Knete, wa? So, jetzt wird's mal interessant hier. Komm, wir machen den mal hier. Ich hab hier noch eine Rechnung offen. Ich hab leider nicht so viel. Putz. Der war neu. Scheiße, wie viel Leben hat der denn? Ah, ich hab nicht aufgepasst. Verdammt! Bin schon wieder tot. Ich hasse das Vieh. Ach nein, jetzt bin ich... nein, ich bin beim Schaman. Warum bin ich denn da? Oh nee. Ach nee. Ach Mensch, Kinders. Scheiße. Wer von euch weiß denn jetzt, wo hier die Bimmelbahn war? Ach nee. Ach, ist doch alle Kacke. Warum? Warum wollte ich den besiegen? Und dachte, jetzt wird's einfach. Jetzt wird's voll easy. Ja, Bahnhof, da will ich hin. Ich dachte gerade hier. Ach, hier kommen wir auch nicht zurück. Da steht ja auch so ein Mörder-Hoshi. Hm. Also kann man auch Streaming-Zeit rumbringen, ne, Leute?
Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wo der Bahnhof war. Ich glaube, der war unter dem Bossraum. Das heißt, wir müssen hier nochmal komplett unten langlaufen. Scheiße. Aber wenn wir hier komplett unten einmal so oder so langlaufen müssen, dann brauchen wir auch nicht unbedingt noch uns nach oben teleportieren lassen. So, ne? Dann können wir auch gleich da nochmal hochlaufen. Ach, verdammt, daneben gesprungen. Aber glaube ich. Fuck, das war der Weg hier. Scheiße. Alter, haben die gerade einen Gegner gekillt? Für mich? Hier ist der Bahnhof. Doch, wir nehmen jetzt den Bahnhof. Schüssel. So, was erzählt er denn, der letzte Hirschkäfer hier? Es ist lange her, aber ich erinnere mich noch an die Zeit, als diese Straßen und Kreuzungen voller Leben waren. Auf diesen Pfaden habe ich meine ersten Reisenden befördert, als ich jung war. Diese Reisenden sind längst fort, doch ich bleibe. Nun scheint es nur noch dich und mich und die verbogenen Wesen um uns herum zu geben. Gut, aber ich will fahren. So, und ich kann nirgends wohin außer nach Mistmund. Nein, hatte ich noch nicht. So, wir haben drei Talerchens, damit kommen wir auch nicht weit. Ach, verdammte Axt hier. Seele. Schnetzel hier die Wege frei. Auf zu meinem Geist allein. Zauber, hey. Oh, hat er mich erwischt? Zack. Kann ich den auch wegzaubern hier? Oh, verdammt. So, das habe ich zumindest diesmal gut gemacht. So, Geld zurück. So, drauf geschissen. Den mache ich auch bald noch platt da hinten. Aber jetzt gehen wir erstmal schnell dahin, wo wir hinwollen. Das ist das, was ich heute noch erledigen möchte. Ich möchte dieses Vieh platt machen. Also dieses andere. Achso, Simon schreibt es schon. Habe gerade gedacht, was schreibt denn da wer? Aber Simon beschreibt mir schon den Weg. Gleich gehst du die ganze Zeit nach links, bis du zum linkesten Raum auf der Karte kommst. Mit den vielen Ebenen. Ja, ja. Ich habe das schon so verstanden. Das sieht nur immer so aus, dass ich mich so doof anstelle. Dort den zweiten Ausgang links von oben. So, es müsste ja der hier sein. Der obere Ausgang waren die Raupis. Seele. Dann müssen wir noch ein paar Gegner killen hier.
Ach, komm schon. Wo fliegt ihr denn hin? Seele. Komm, ich brauche ein bisschen Energy. Komm her hier. Put, 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 put. Oh, es reicht fast voll. Fast voll. War das hier? Betrachten? Hatten wir das hier schon mal betrachtet? Nein, die waren wir noch nicht. Verdammt, jetzt habe ich das hier gar nicht gelesen. Der Pilgerweg. Reisende von Heilands Nest steigt durch grüne Wildnis und pilzbewachsene Haine zu der Stadt im Herzen dieses Königreichs. Doch, hatten wir doch schon mal. Doch, das hatten wir doch schon. Ja, doch. Alles richtig. Alles richtig gesagt. Und jetzt spuckt er hier wirklich immer diese Viecher. Die Sau. Mann, ich... Reflexe wie ein Tonschuh, ey. Seele. Oh Gott. So. Wunderbar, den wollte ich killen. So. So, welche Konsole magst du mehr? Xbox Series X oder PS5? Ich habe keine Ahnung, welche ich mehr... Nein! Welche ich mehr mag, weil ich sowohl die eine wie auch die andere noch nicht gespielt habe. Und, das wäre bei einer Schiffjagd. Das wird sich dann in der nächsten Zeit dann zeigen, welche ich da mehr mag. Aber falls die Frage ist, welche Konsole ich mir als erstes holen werde oder zulegen werde, dann ist es die PlayStation 5. Auch wenn ich die Xbox schon bekommen könnte. So reich bin ich ja jetzt nicht. Grünweg. Das sind lustige Viecher. Ui, 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 da ist ein Gegner. Ich hab doch keine Seelen. Scheiße. Oh, kommt eine Bank? Oder kamen die schon ein bisschen dran vorbei? Oder ist noch ein Gegner? Oh, oh. Ich wieder mal so dran vorbeigehoppelt an der Bank. Hier, eine Bank, Bank. Wir suchen eine Bank. Leute, eine Bank. Bank. Hier ist nirgendwo eine Bank. Nein, da ist er. Fuck. Ah, ich wusste's. Ach, das ist ein Scheiß. Ach, stimmt. Ich hab oben mich nicht auf die Bank gesetzt. Ach, ist das alles eine Kacke. Dadurch, dass in der Videobeschreibung rein theoretisch blind stehen sollte, gehe ich davon aus, dass ich das erste Mal spiele. Ach Quatsch, ich bin doch hier an der Wegkreuzung. Ach, ich ärgere mich. Okay, wir gehen jetzt in, wie hieß das, Grünwald oder so. Da suchen wir die Bank. Ach Quatsch. Mann. Ich bin gerade so ein bisschen... Leck mich vor allen Dingen, leck mich 2682. Okay. Also, noch einmal. Ach, nee, doch, jetzt habe ich ja wieder kein Geld. Ach Mann, das ist doch alles scheiße.
Ich will doch meine Karte kaufen und meinen Kompass, damit ich endlich mal sehe, wo ich bin. Es wäre auch einmal schön, wenn ich einmal, wirklich ein einziges Mal ankomme in der Stadt und nicht pleite bin. So. Ja, stimmt. Start einer neuen Liebe mit Fragezeichen. Das sagt doch alles. So, jetzt. Ach Mann, Kinders, komm, ich bin doch gesprungen. Nein, aber fast. So, da ist mein Geist. Mein Geist, der mag mich immer nicht so. Der ist immer ganz aggressiv zu mir. Ja, ich hab's gut gemacht. So, da drüben haben wir dieses andere Vieh. Das sieht so stinkend aus. Wir werden es mal einfach mal... Ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich in dieser Wolke drin stehen würde. Denke ich mal. Viecherfetzen. Oh. War das ein anderer Gegner? Das ist nicht der gleiche wie eben gerade? Der hat sich so anders verhalten. Nein! Ah, verdammt! Seele! Was ist denn jetzt hier dieser Vermaledeite? Na, was mache ich denn? Marin, läuft dein Song-Business. Oh. Könnte auch besser sein, aber ist okay. Ist okay. Wir werken gerade fröhlich. Ui. Ist halt eben... Muss man so sagen, wenn man eine etwas kleinere Band ist, dann lebt man natürlich überwiegend von Konzerten und... Ja, da brauche ich, glaube ich, aktuell nicht viel zu erzählen, ne? Aber deswegen, soweit im Studio, alles gut. Und die Songs sind alle schon geschrieben und alle fertig und da heißt leider keiner Seele. Da ist die Bank. Wir haben es geschafft. Ich musste unbedingt diese Lampe kaputt schlagen. So. Wunderbar. Und Punkt auf die Minute. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind, glaube ich, jetzt genau 2 Stunden on air. Mega cool. Muss ich sagen, kam mir jetzt nicht so vor. Also, Gegensatz zu den vergangenen Stream-Pokémon jetzt mal ausgenommen, muss ich sagen, ging hier die Zeit wirklich sauschnell vorbei und das Spiel hat mich auf jeden Fall in seinen Bann gezogen. Mal gucken, wie schwer es noch wird. Ne? Aber es war auf jeden Fall... Ah, doch, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, beim Zuschauen hat es auch Spaß gemacht. Machen wir weiter, machen wir weiter. Ich glaube, das Ding hat so eine Spielzeit. Simon müsste es ja wissen und auch Goban hat es, glaube ich, gespielt, ne? Und wer hatte es noch gespielt? Wer hat noch gesagt, es ist sein Lieblingsspiel? Waren noch mehrere hier. Ninto, aber ich glaube, Ninto ist nicht mehr mit drin. Ich glaube, so um die 30 Stunden, ne, ist Spielzeit. Kommt natürlich immer drauf an, wie man drauf ist. Also ich würde vorschlagen und ich hatte es beim letzten Mal die Frage schon gestellt, beim letzten Stream von Sword Art Online, dem 4. Part, dass ihr mal bitte in die Kommentare schreibt, ob wir das Ding weitermachen wollen. Jetzt stelle ich einfach auch die Frage und bitte euch, das hilft mir übrigens, dem Algorithmus, deswegen kommentiert einfach, es tut euch nicht weh, unter dem Video dann, ob wir das hier lieber dafür machen wollen. Ne, so an die 20 Stunden, okay, also brauche ich 30. Cool.
Sehr geil, sehr geil. Also Leute, ich freue mich, dass ihr Spaß hattet. Ich hatte mega viel Spaß. Freue mich auch, dass die Interaktion hier mit euch allen untereinander gut funktioniert. Dass ihr Spaß habt an Seele. Und ja, achtet drauf, wenn ich so mitkriege hier. Lisa war ein bisschen erstaunt, dass es einen Stream gab. Auf die Ankündigung, ne? Kann ich nur immer wieder sagen, wenn YouTube das nicht auf die Reihe kriegt mit der Aktivierung auf Discord, auf Twitter und auf Facebook wird das Ding immer angekündigt. Und da wisst ihr Bescheid und könnt es eigentlich nicht verpassen. Ansonsten schlaft gut, gut's Nächtle, träumt davon, von meinem kleinen Hollow Knight hier namens Barin. Witzig sieht er aus. Und dann machen wir das auf jeden Fall weiter demnächst. Gefällt mir übrigens sehr, sehr gut auch, wie es aussieht, die Inszenierung. Sehr geil, sehr geil. So, jetzt tropft hier die ganze Zeit das Wasser im Hintergrund. Jetzt muss ich auf Toilette. Also ihr könnt jetzt alle gehen. Könnt ihr jetzt alle schön Bibi machen gehen. Das mache ich auch. Ja, Arbeit bedankt sich wie immer fürs Zuschauen. Liebe Leute, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.